Motiv, kein Thema hat Picasso so beschäftigt, geradezu obsessiv wie das Motiv der Frau. Man hat ja auch viele seiner verschiedenen Phasen nach Frauen gegliedert. Ob es die letzte Phase war mit Jacqueline Rock, seiner letzten Ehefrau, ob es die erste Ehefrau war, Olga Koklova, oder dazwischen Dora Maar, Françoise Gillot. Frauen haben eine große Rolle bei ihm gespielt und er ist auch als ein Maler der Frauen bezeichnet worden. Man würde, wenn man das hört und kein Gemälde Picassos kennt, ein anderes Ideal der Frau erwarten, als das, das uns hier mit der Frau mit grünem Hut entgegentritt. Picasso hat das Gemälde 1947 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gemalt, aber dennoch sind hier viele Elemente in der Disproportion, in der Zerlegung drinnen, die er auf der einen Seite im Rückgriff auf seinen frühen Kubismus nun wiederbelebt und auf der anderen Seite als Symbolfigur geradezu der Zerstörung, der Zertrümmerung dieses schrecklichen Terrors des Zweiten Weltkriegs sieht. Man kann in diesem Gemälde daher sehr viel Tragik auch wahrnehmen, als ob die Trümmer der bombardierten Städte des Zweiten Weltkrieges ein wunderschönes Gesicht einer Frau mit einem modischen Hut zerschlägt, wie mit dem Hammer eine Gipsfigur. Man kann auch einen gewissen Humor erkennen, wenn er eine Frontalansichtigkeit mit einem Profil kombiniert, wenn die linke Hälfte des grünen Hutes das nach oben gerutschte, frontal gesehene Auge symbolisiert, wenn man in diesen verschlungenen Figuren des grünen Kleides Arme, Brüste erkennen kann, das hat auch eine Humoreske, die Picasso bewusst in Kauf genommen hat. Er hat auch in Kauf genommen den Spott, den man über Frauenbilder wie diese ausgebreitet hat, wären die Frauen tatsächlich so, wie Picasso sie gemalt hat, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Das war so ein gängiger Witz, den man gegen Picasso ins Feld geführt hat. Er hat darauf hingewiesen, wenn wir Motive wie den Mund, das Auge, die Nase verschieben, dann sehen wir überhaupt erst wieder den Mund, die Augen, die Nase. Wir erkennen Dinge, die uns so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht mehr in ihrer Merkwürdigkeit, in ihrer Fremdheit wahrgenommen haben. Was auffällt, ist, dass das Gemälde geradezu koloristisch ausgeblutet erscheint. Ein grauer Hintergrund, ein grau gemischtes Braun, das letzten Endes das blonde Haar darstellen soll. Und nur das Grün setzt einen kleinen Farbakzent. Merkwürdig genug, denn Grün gilt eigentlich als die verbotene Farbe im 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert hat einigen Farben eine Priorität eingeräumt. Grün war nie dabei. Und Picasso hat nicht gescheut, Grün aufzugreifen und zum einzigen Farbakzent in einem Gemälde wie diesem zu machen, das zweifelsohne nach dem Zweiten Weltkrieg zu seinen schönsten und berührendsten Frauenbildnissen überhaupt zählt. Wenn wir ein Bildnis der Frau mit dem grünen Hut wie dieses auf die Lebensbeziehung zu Françoise Gillot, auf der anderen Seite auf die Erfahrungen mit den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges zurückführen, so dürfen wir auf der anderen Seite nicht unterschlagen, wie merkwürdig es ist, wie vollkommen neu es ist, dass Picasso auf einen Stil zurückgreift, für den er berühmt wurde, den er mit seinem engsten Freund Georges Braque entwickelt hat ab 1907, den Kubismus. Das ist aber nicht so, dass wir bei Picasso von einer Chronologie, von einer linearen Entwicklung der Stile sprechen könnten und hier einen Rückgriff, sondern Picasso verfügt gleichzeitig über alle Grammatiken. Und auch in diesen Jahren gibt es immer noch naturalistische, klassizistische Bilder, sehr synthetische Bilder, in denen kollagierte Elemente hineinkommen. Picasso demoliert geradezu das Ideal der linearen Stilentwicklung und hat damit letzten Endes mit einem Spätwerk, das von seinen Zeitgenossen noch gar nicht in ihrer Tragweite erkannt werden konnte, die Tür geöffnet zu dem Anything Goes der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ohne Picasso ist diese Befreiung der Kunst von den Zwängen einer Arbeit am Motiv, am Stil, an der Entwicklung gar nicht zu denken und vorzustellen. Das ist ein Schlüsselwerk, das in diesem Rückgriff, in dieser Symbolfigur des Krieges und der Zerstörung, in der Simultaneität der verschiedenen Ansichten und in der
konkreten Auseinandersetzung mit einem Menschen gipfelt.